So, willkommen zurück zu Dark Souls 2. Wie angekündigt, werde ich heute erstmal versuchen, durch diese Tür zu kommen und dafür muss ich ja wohl eine Hülle sein. Ich weiß nicht, ob es klappt, ich habe es noch nicht probiert. Aber es wurde mir schon mehrfach gesagt und deswegen vertraue ich da jetzt einfach mal drauf. Das heißt, Moment, dann mache ich den Ring erstmal raus. Nein, das war die Waffe. Jo, super. Genau, der kommt raus. Und dann wähle ich jetzt mal den Freitod. Ihr seid gestorben. Aber ich muss sagen, das haben wir relativ lange nicht mehr gesehen, obwohl. Nee, das stimmt gar nicht. Nee, 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 ich habe gerade den Kampf mit dem Drachen vergessen und so. Nee, ist schon gut. Haben wir oft genug gesehen. Ihr seid gestorben. Aber durch den Ring der Lebenssicherung, finde ich, ist es gar nicht mehr so schlimm, wenn man stirbt. Aber ich finde, das nimmt so ganz schön die Angst vorm Sterben bei Dark Souls weg. Aber ich meine, warum sollte ich die Sachen dann auch nicht benutzen, wenn sie drin sind? Ich meine, das ist ja, wie sich manche über überpowerte Waffen bei COD und Battlefield aufregen. Und ich meine, wenn es im Spiel drin ist, das ist ja dann die Aufgabe der Entwickler, das alles zu balancen. Und wenn man es benutzen kann, dann kann man es ja auch ruhig. Ja, benutzen halt, ne? Beste Satz ever. Okay. Dann wollen wir doch mal gucken, ob das klappt. Ja, tatsächlich. Cool. Wow. Hallo. Oh, das hasse ich an meinem Katana, dass ich die nie treffe. Das ist echt scheiße. Oder was heißt, dass ich die nie treffe? Also, dass ich Gegner, die halt ziemlich klein sind, nicht treffe. Das seht ihr immer bei den Echsen. Wenn ich die Echsen schlagen will, dann immer schön vorbei. Super. Okay. Ich nehme erstmal kurz eine Menschlichkeit, weil. Jetzt habe ich den Ringer wieder drin. Aber was wollte ich noch machen? Genau. Das raus. Und hier Giftpfeile ran. Habe ich eben gesehen. Keine Giftpfeile mehr drin. Habe ich ja neulich mal verbraucht. Und ohne Giftpfeile geht hier gar nichts. Die müssen drin sein. Allein schon zur Beruhigung. Ja, ist ja gut. Cool, was ist das? Noch so ein Schrein. Und noch so eine. Milfanito. Das ist jetzt gar nicht irgendwie. Naja. Da sage ich jetzt nichts zu. Aber schön, dass das eine Milf ist. Ist das nicht genau das gleiche, was die eine schon mal zu uns gesagt hat? Ja. Der große Tote. Okay, davon weiß ich jetzt gerade nichts, aber es kam mir gerade so ähnlich vor. Wie das, was die eine uns gesagt hat. Die sieht auch genauso aus, oder nicht? Oder ich habe das jetzt gerade voll falsch im Kopf. Göttlicher Segen, naja, gut. Gleiterzeitwäsche. Cool. Hast du noch was irgendwie? Nee, das hast du, glaube ich, schon gesagt. Jo. Gut. Okay, dann haben wir wenigstens noch ein bisschen was gekriegt. Ich weiß noch gar nicht, was mit denen hier auf sich hat. Ich meine, außer dass die singen, ich meine, so richtig was bewirkt haben die ja noch nicht, ne? Ich weiß nicht, ob es da noch irgendeine Lore zu gibt oder keine Ahnung.
Aber da oben ist noch so ein Portal. Ich glaube nämlich, diese Portale, es gibt ja hier am Schrein des Winters, ist ja so ein Portalding. Oder halt, was heißt Portal? Also so ein Schrein, ne? Am Schrein des Winters, klar. Dann da unten beim, Mensch, wie heißt denn der? Unten im Loch, der Endboss, ihr wisst schon, der dicke Klops. Der Verkommene, genau. Dahinter, da habe ich mich ja schon gefragt, was der Schrein da soll. Und hier ist noch so ein Schrein. Es müssten jetzt alle drei gewesen sein, glaube ich. Obwohl, nee, ich kann hier beten. Weil ich glaube nämlich, genau, leider passiert nichts. Ich glaube, das sind nämlich die Wege in die DLC-Gebiete. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe mich mit den DLCs eigentlich so gut wie noch gar nicht beschäftigt. Aber ich glaube, das ist so, dass wenn ich mir die DLCs gekauft habe, ich an diesen Schreinen halt in noch extra Gebiete komme. Ich glaube, das ist so. Und ich gehe hier nochmal runter, weil da unten dabei eben noch ein bisschen was. Vielleicht komme ich hier noch irgendwie raus. Nicht, dass ich jetzt irgendwas übersehen habe. Einfach mal X drücken. Vielleicht. Ja, ich habe was übersehen. Das bringt mir aber jetzt irgendwie nichts, ne? Okay, das hätte ich mir auch sparen können. Aber gut zu wissen, was wenigstens das hier nichts ist. Gut, denn. Was mache ich als nächstes? Ich könnte ja, es gibt ja noch so einen Weg hier in Amarna. Das hier ist doch Amarna, oder? Nicht, dass ich das falsch sage. Hier war ja noch irgendwo so eine Tür, wo wir angeblich auch nur durchkommen, wenn wir untot sind. Und würde ich das jetzt einfach auch nochmal ausprobieren. Und danach, wenn wir das gemacht haben, dann können wir zum Schloss von Dragalic. Da dann diese eine Frau mit dem Schlüssel besiegen. Quatsch, befreien. Ich philosophiere. Alter, ich verspreche mich heute auf. Ich philosophiere schon wieder darüber, was ich alles vorhabe. Aber das habe ich ja alles schon in den letzten Parts eigentlich durchgekaut, was ich hier jetzt noch alles machen werde. Ich muss sagen, so langsam steigt die Vorfreude auf Lords of the Fallen, weil das ist nicht mehr lange. Jetzt aktuell sind es noch ungefähr 3 Wochen. Am 30. kommt es ja raus, am 30. Oktober. Wird bestimmt cool. Hoffe ich zumindest. Also sieht ganz nett aus. Und es war total von Dark Souls abgekupfert. Aber ich meine, es macht ja nichts. Dark Souls ist ein gutes Spiel und lieber gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Und ich meine, die Deutschen, die dürfen auch. Ach fuck, jetzt hatte ich den Ring noch drin. Die Deutschen dürfen ja auch ruhig mal klauen. Ich meine, die Chinesen, die klauen ja immer hier, die machen überall Fotos und bauen es danach. Ja, dann dürfen wir sowas auch mal machen mit. Okay, japanischen Spielen. Kein chinesisches Spiel, aber ist ja egal. Die Japaner fotografieren bestimmt auch und bauen es nach. So. Ach ja. Es wird jetzt wahrscheinlich erstmal nicht so interessant für euch hier die nächsten Parts. Aber. Ja. Aber gehört ja dazu, jetzt noch so einen Kram hier zu machen. So optionales Kram. Ich glaube, ich könnte jetzt auch schon den letzten Boss besiegen. Der müsste dann hinter dem letzten Tor sein, wo man das Symbol des Königs verbraucht. Also im Schloss von Dragalic. Und ich glaube, wenn ich da durchgehe, dann hätte ich das Spiel quasi durch, mehr oder weniger. Aber ich meine, das muss ja nicht sein. Wir haben noch 2 Bosse, wir haben noch ein paar kleinere optionale Gebiete. Das mit den Riesen fällt mir gerade wieder ein, das muss ich auch noch machen. In der Festung. Aber wir haben noch was zu tun. Aber ich denke mal, den ganzen Oktober werde ich damit auf jeden Fall noch beschäftigt sein, mit Dark Souls. Und dann Lords of the Fallen und dann kommt ja auch schon Bloodborne. Hoffentlich. Das ist so mein Zeitplan. Ich hoffe, das kommt ungefähr hin dann. Nicht, dass ich zu früh oder zu spät dann mit Lords of the Fallen fertig bin. Aber müsste klappen.
nein. Ich darf die hier nicht unterschätzen. Ich meine, ich bin jetzt zwar besser als das erste Mal, als ich hier durchgegangen bin. Also ein bisschen mehr Leben, höheres Level, ist klar. Und doch noch ein bisschen anstrengend hier. Gerade wegen dem Wasser. Das ist auch so nervig, dass es wirklich keinen Ring gibt, mit dem man irgendwie schnell durchs Wasser oder Schlamm laufen kann. Das ist nicht schön. Bisschen nervig. Irgendwie das Gefühl, dass man sich nicht mehr richtig anschleichen kann. Ich meine, ich war jetzt vielleicht auch eben ein bisschen schnell. Aber, ja. Aber in Dark Souls 1 war es ja wirklich noch so, dass man echt so Situationen hatte, wo man einfach sich langsam anschleichen konnte und deren gleich backsteppen konnte. Gab es öfter mal. Hatte ich hier in dem Spiel noch gar nicht. Oder ich habe es einfach nicht gerafft, dass man das irgendwie machen konnte mal irgendwo. Kann natürlich auch sein. Okay. Gut, dann müsste hier jetzt irgendwo die Brücke sein. Genau. Und ich glaube, das war hier, ne? Diese andere Tür. Schön. Ist aber verschlossen. Oder brauche ich da das Symbol des Königs für? Tut mir leid fürs Husten. Seid ihr vielleicht schon gewöhnt? Jetzt mittlerweile so in den letzten Parts. Immer noch verschlossen. Hä? Ja, dann. Nee, das verstehe ich jetzt nicht. Untot bin ich auch. Königsring habe ich. Vielleicht muss ich menschlich sein und den Ring drin haben. Das glaube ich zwar nicht, aber man kann es einfach versuchen. Ich mache mich jetzt ja eh menschlich. Das verstehe ich nicht. Wie komme ich denn da durch? Das ist ja wieder so eine Kommentarsache. Wenn ihr es wisst, dann schreibt es doch bitte mal rein. Nicht, dass ich hier noch irgendwas Optionales verpasse. Ist dann wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, aber ich würde es schon gerne sehen. Also wäre cool, wenn ihr das wisst, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Weil dann würde ich jetzt, glaube ich, erstmal zum Schloss von Dragalith gehen. Komme ich nah am besten hin? Ich glaube, mittleres Schloss müsste das sein, oder? Ich glaube schon. Wenn nicht, dann halt nicht. Ihr habt ja bestimmt alle Zeit. Auch mal ein Zeit, auch mal ein Zeit, ja. Ey, ich bin heute echt durch den Wind, ne? Ich weiß nicht warum. Habt da heute auch mal Zeit für einen optionalen Part. Weil wie gesagt, viel passiert heute nicht. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, wie ich gegen den Endboss kämpfe, dann überspringt das hier. Weil das mache ich heute garantiert nicht. Und nächsten Part wahrscheinlich auch nicht, weil dann kommt erstmal das mit den Riesen. Dass man da diese Erinnerung oder irgendwas da nochmal spielt von diesen Riesen. Das wird aber, glaube ich, auch nochmal ganz interessant. Weil das wurde mir jetzt schon vor, was weiß ich, wie vielen Parts erzählt, dass da irgendwas dann noch kommt mit den Riesen. Ganz am Anfang habe ich ja so gefra sogar gefragt hier, was bringen denn diese Riesen, die hier rumstehen, ne? Und das interessiert mich jetzt wirklich mal, was man mit denen machen kann. Was da wohl so passiert. Gut. Dann nehmen wir doch jetzt mal unser Schlüsselschwert.
Das sieht gar nicht so scheiße aus, ne? Naja. Ich hoffe, das klappt jetzt. Schlüssel benutzen. Ja, bitte. Jetzt ist unser Schwert aber weg, oder? Sekunde. Aber ich sag mal so, das hätte ich wahrscheinlich eh nicht benutzt. Ring des Todes. Okay. Was auch immer das jetzt mit der Frau zu bedeuten hat. Aber wir haben den Ring des Todes. Das ist wahrscheinlich cool. Ring des Todes. Bewahrt menschliches Aussehen sogar einer Hülle. Okay. Aber ich denke mal, das ist eigentlich sinnlos, weil wir werden wahrscheinlich dann trotzdem noch die Leben verlieren, ne? Wir werden wahrscheinlich nur aussehen wie ein Mensch. Ach, hier singt die hier auch. Ich könnte ja nochmal nach Amana gehen und gucken, ob jetzt da irgendwo die Frau rumsitzt. Aber da müsste ich echt alles nochmal ablaufen. Ich glaube, da habe ich heute keine Lust drauf. Nee, ich glaube, ich gehe erstmal zur Festung. Ich glaube eh nicht, dass in Amana da noch irgendwie jetzt die Frau sitzt, die ich eben befreit habe. Obwohl doch, es könnte sein. Ah, ich weiß es nicht. Nee, ich mach's nicht. So. Zeitverschwendung. Kurz überlegen. Ich vergesse nämlich mal selbst, was ich eigentlich noch machen will. Genau, das habe ich jetzt mit dem Schlüssel. Amana habe ich auch. Die eine Tür ging nicht auf. Dann bleibt mir jetzt eigentlich nichts anderes mehr übrig, als das mit den Riesen zu machen. Ja, machen wir das. Quatsch, und die beiden Bosse, die muss ich auch noch machen. Die beiden optionalen Bosse. Im nächsten Part vielleicht. Mal gucken. Aber so durcheinander, wie ich heute bin hier. Nur am Versprechen. Da wird das mit Bossen wahrscheinlich eh nichts. Aber da kann ich einfach ruhig sein, ein bisschen konzentrieren. Gut, dem, 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 dem. Wo gab es denn den ersten Riesen? Ich überlege gerade, wie viele gab es überhaupt? Also ich weiß, einer steht jetzt. Ich glaube, das müsste dann auch der erste sein, den wir gesehen haben. Der erste ist ja jetzt hier gleich in der Festung. Gleich hier vorne. Dann. Sekunde. Steht hier unten rechts noch einer? Ich glaube nicht, ne? Dich mal weg. Den ganzen Start noch, weil die nerven nur. Ich glaube, hier ist keiner. Glaube ich. Dann haben wir ja, wo diese ganzen Schildkröten-Dinger waren. Da waren ja noch. Oder da war noch ein Riese. Dann hinter dem Symbol des Königs, da war noch ein Riese. Wären drei Stück. Gab es echt nur drei Stück? Na, werden wir sehen. Na klar, schade. Ich habe gedacht, ich wollte jetzt mal gucken, mit meinem aktuellen Level, ob ich die Dinger da abblocken kann, die Bolzen. Aber anscheinend nicht. Ja. Boah, ich bin heute aber auch schlecht. Ich weiß gar nicht, was heute los ist. Wir müssen eh gleich einen Schnitt machen, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Aber
Boah, ist krass, was wir jetzt für einen Schaden machen, ne? Ich meine, das ist klar, weil das hier ist ja das absolute Anfangsgebiet. Aber gut. So, hier ist der erste Riese. Ich denke mal, wenn ich jetzt untersuchen klicke, dann passiert irgendwas, weil wir haben jetzt dieses Item von dem Drachen gekriegt. Mit dem müsste das klappen, dass wir jetzt mit denen interagieren können. Aber ich würde sagen, das sehen wir dann im nächsten Part. Und ja, machen wir erstmal das jetzt. Ich glaube, das wird auch ein bisschen dauern. Wer weiß, wie groß diese Gebiete sind, wo wir dann noch hinkommen. Na gut, dann sehen wir uns dann, wenn ihr wollt. Ein Like und so, wie immer cool. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Dark Souls 2. Bis dahin.